Crosby, Mellis, Tor für die Fortuna! Es war ein goldener Herbst im Jahr 2011, denn die Fortuna lag nach dem 13. Spieltag ungeschlagen an der Tabellenspitze der zweiten Liga. Saisonübergreifend waren es sogar 22 Pflichtspiele ohne Niederlage, die für pure rot-weiße Begeisterung sorgten. Über 32.000 Zuschauer waren an diesem 4. November freitagabends in die Arena gekommen, um das Duell gegen den Aufsteiger Dynamo Dresden zu sehen, der immerhin auf dem 10. Platz lag. Und auch aus Dresden waren zahlreiche Anhänger mitgekommen, mit viel Toilettenpapier ausgerüstet, damals eben noch nicht so wertvoll wie heute. Begrüßung der beiden Kapitäne Robert Koch auf Dresdner Seite und Lumpi Lamberts für die Fortuna. Und nachdem dann vor dem Gästeblock aufgeräumt wurde, da konnte dann eben auch Schiedsrichter Robert Hartmann die Partie anpfeifen mit dem Anstoß für Dresden. Aber die erste Chance, die sollte sich für die Fortuna ergeben in der Anfangsphase, die von den Rot-Weißen dominiert wurde. Johannes Vandenberg auf der linken Außenbahn, seiner Lieblingsbahn, mal wieder unterwegs. Dann die Hereingabe, etwas ungenau, aber auch unorthodox, die Kopfballabwehr eines Dresdner Abwehrspielers. Die Fortuna bleibt also am Drücker, bleibt da am Ball. Maxi Beister zog den Ball nach innen und dann die erste, halbe Chance für Lumpi Lamberts wurde allerdings abgepfiffen in dieser Szene von Schiedsrichter Hartmann. Dann die Balleroberung der Fortuna im Mittelfeld über Sascha Rösler. Sie setzten immer wieder nach und zwangen den Gegner zu Fehlern. Erneut Maxi Beister, gewohnt dribbelstark, sucht aber nicht den Abschluss, sondern Johannes Vandenberg. Und der zog ab und das war dann mal eine erste Torannäherung. Das Ganze immer noch in einer sehr starken Anfangsphase der Rote-Weißen. Adam Bozek dann mal auf dem rechten Flügel und da ist wieder Maxi Beister, ließ seinen Gegenspieler stehen. Dann kam er zum Abschluss, aber das konnte der dribbelstarke Offensivspieler mit seinem linken Fuß sicherlich besser. Aber es ging weiter immer nur in eine Richtung, in Richtung Dresdner Tor. Da ist erneut Beister, legte den Ball dann ab auf die rechte Seite und Tobi Lebitz von der Strafraumkante. Das war die erste Großchance in dieser Partie. Und der rechte Außenbahnspieler der Fortuna, Tobias Lebels, zwang da Gästekeeper Wolfgang Hesel zu einer Glanzparade. Der hätte sicherlich gepasst. Erneut die Fortuna im Vorwärtsgang. Wieder ist es Maxi Beister, der da das Angriffsspiel ankurbelt. Setzt sich dann in die Mitte ab. Über Umwege bekam er den Ball. Einmal mit der Sohle, einmal mit rechts. Und da war das Tor! Das 1:0 in der 20. Spielminute. Wartet's ab und kommt jetzt mal alle mit. Zeigt er da an, der Maxi Beister. Und hiermit habe ich es gemacht. Mit dem falschen Bein, mit rechts. Mit dem konnte er doch sonst nur stehen. Da konnte er aber auch schön schießen in dieser 20. Spielminute beim Treffer zum 1:0. Sehr zur Freude natürlich der vielen Fortuna-Fans. Mit der linken Sohle zwei Dresdner ausgetanzt. Und dann mit rechts nicht sonderlich hart, leicht abgefälscht, aber am Ende platziert geschossen. Das war das 1:0 für die Fortuna. Aber auf der anderen Seite kamen dann auch die Dresdner zu einer Abschlusschance. Das war nur eine Minute später. Zlatko Dedic und Michael Ratajczak musste nicht eingreifen. Das war eine ganz knappe Geschichte. Freistoß auf der anderen Seite. Sascha Rösler und Oliver Fink mit dem Kopf zur Stelle bei dieser einstudierten Freistoßvariante. Knappe Geschichte in dieser Situation. Und jetzt nahm die Partie allmählich an Fahrt auf. Ja, Norbert Meyer musste nicht unzufrieden sein, ärgerte sich aber über diese vergebene Chance. Egal, auf den Rängen wurde trotzdem gefeiert. Der Tabellenführer lautstark unterstützt. Keinen hielt es mehr auf den Sitzen. Aber die Dresdner setzten mit ihrer Taktik der Nadelstiche fort, kamen dann über die rechte Seite, über Poté in den Strafraum der Fortuna. Dann zunächst einmal von einem Dresdner geklärt und der Schuss aus der zweiten Reihe. Aber eine sichere Beute für Michael Ratajczak im Fortuna-Tor. Freischuss dann nochmal wenige Minuten später für die Dresdner aus gut und gerne 30 Metern. Und Romain Brejerie, der Franzose, hat einige Tore auf diese Art und Weise erzielt. Diesmal aber knapp über den Querbalken gezielt. Und dann lief die 44. Spielminute. Kurz vor der Halbzeitpause nochmal die Dresdner mit einem Angriffsversuch durch die Mitte. Und irgendwie kam der Ball über Umwege auf Poté. Lukimir lief ins Leere und da war es passiert. In der 44. Minute der Angreifer aus dem Benin mit dem Treffer zum 1:1 und da war er in der Mitte angespielt worden. Lukimia konnte ihn nicht richtig attackieren und halb im Rückwärts fallen und mit der Picke an Michael Ratajczak vorbei zum 1:1. Das war auch der Halbzeitstand und einige Fortunen hatten untereinander danach erst einmal Redebedarf, denn richtig zufrieden waren sie mit diesem Zwischenergebnis nicht.
rein in die zweite Hälfte. Die Fortuna zunächst mit dem Anstoß in diesen zweiten Durchgang. Aber diesmal sollte die erste Chance den Gästen gehören, nachdem sie sich da auf der rechten Seite ein bisschen durchspielen konnten. Die Fortuna stand ein wenig zu weit weg von den Gegenspielern. Lamberts zwar dazwischen, aber dann kam sie nochmal zum Abschluss aus der zweiten Reihe. Aber Dedic verfehlte da das Tor doch um einige Meter. Und dann ging es auf der anderen Seite weiter. Jetzt ging es also hin und her in der Arena. Die Fortuna mit einem schönen Pass auf Sascha Rösler und das Schlitzohr versucht da Wolfgang Hesel im Dresdner Tor zu einem Eigentor zu provozieren mit dieser scharfen Hereingabe. Da war eigentlich gar kein Mitspieler, aber hat leider nicht geklappt in dieser Szene. Dann gab es Abstoß vom Tor der Dresdner und die folgende Szene ist eigentlich symptomatisch für den Spielverlauf weitestgehend in der zweiten Hälfte. Beide Mannschaften suchten nach der zündenden Idee und oftmals flipperte der Ball im Mittelfeld hin und her. Diesmal landete er aber bei Poté und dieser Schuss, naja, von der Strafraumkante auch eine ganz sichere Beute von Michael Ratajczak. Norbert Meyer und Uwe Klein waren noch so ein bisschen unzufrieden mit dem Zwischenergebnis. Weiterhin stand es 1:1. Die Tabellenführung wäre zwar weiterhin bei der Fortuna geblieben, aber man wollte sie doch ausbauen an diesem Abend. Und dann auf der rechten Seite Levels und Sascha Rösler mit der großen Chance in der 58. Minute. Das hatten sie gut gespielt, die Hereingabe von Levels. Man wollte es ganz elegant machen, nur den Schlappen hinhalten auf der Bank. Aber da wusste auch Ralf Lohse, der ja von 1987 bis 93 sechs Jahre für die Fortuna in der Bundesliga gespielt hatte, dass die Gäste aus Sachsen noch lange um den Punktgewinn kämpfen mussten. Wieder die Fortuna im Vorwärtsgang. Sie wollten unbedingt diesen Dreier haben. Sascha Rösler von der Strafraumkante und wieder schlitzohrig abgeschlossen von Rösler. Aber ein Tick zu niedrig gezielt, dieser Schlenzer. Und wieder war Wolfgang Hesel da mit einer Hand zur Stelle, konnte also den Gästen zunächst einmal das 1:1 sichern. Dann der eingewechselte Sascha Dum auf der linken Seite im Laufduell und irgendwie wurstelte er sich da an seinem Gegenspieler vorbei. Die scharfe Hereingabe in den 5-Meter-Raum und Sascha Rösler verpasste diese Hereingabe und irgendwie sollte es bei ihm an diesem Abend nicht gelingen. Aufpassen, Freistoß auf der anderen Seite, Solger auf den eingewechselten Schuppan und diese Kopfballmöglichkeit war nicht ungefährlich, also weiterhin Nadelstiche bei den Dresdnern. Was sollen wir tun? Norbert Meyer zu Uwe Klein? Ja, und dann kam die Idee, wir wechseln einfach mal aus. In der 88. Minute. Lumpi Lamberts verließ den Platz unter dem Applaus der Zuschauer und für ihn kam herein der Offensivspieler Ranisav Jovanovic von 2008 bis 2012 bei der Fortuna. Hatte zuletzt 23 Monate lang kein Tor mehr erzielt. Er sollte aber bald in den Blickpunkt rücken, denn es laufen ja schon die Schlussminuten. Da ist Jovanovic. Ballannahme, Pfiff des Schiedsrichters. Abschluss, Pfosten. Was für eine Aktion binnen Sekunde. Der Treffer hätte sowieso nicht gezählt, aber ich habe ihn doch mit der Brust angestoppt. Nee, sagte Schiedsrichter Hartmann, war Handspiel und es ging mit Freistoß Dresden weiter. Einen Angriff hatten die Fortuna noch. Es lief dann bereits die Nachspielzeit, die 92. Minute. Rösler ließ abtropfen, Jovanovic mit der Oberschenkel, Tor! Das war das Siegtor für die Fortuna. Was für ein unglaublicher Treffer von Ranisav Jovanovic. Und dann rannte Norbert Meyer auf den Platz wie eine brünstige Hirschkuh. Wie er selbst nachher meinte, landete auf der Spielertraube, fiel nachher wieder hinten runter. Ekstase pur natürlich in der Arena, denn es war der 2:1 Siegtreffer. Die Partie wurde gar nicht mehr angepfiffen vom Schiedsrichter. Tatsächlich hatten sie es geschafft. Wunderschön die Vorarbeit von Rösler und dann eine Bewegung wie aus einem Guss. Und da weißt du als Stürmer, wenn der Ball den Fuß verlässt, der geht auf jeden Fall rein. Und da wollten sie dann natürlich nach dem 7. Heimsieg in Serie in dieser Saison alle Ranisav Jovanovic umarmen, sich bei ihm bedanken. Und als Dankeschön gab es noch einen Bussi auf die Stirn. Und Trainer Norbert Meyer sagte dann ja nachher auf der Pressekonferenz, manchmal muss ich mich schon fragen, ob ich sie noch alle unterm Pony habe. Aber das hält mich jung. Und bei dieser Szene blieb er ja auch immerhin unverletzt. Und Rani Jovanovic bekam natürlich danach das Mikro für die Humber. Und dann rasteten alle gemeinsam aus, denn die Fortuna war ja 21 Heimspiele in Folge unbesiegt. Ein halbes Jahr später sollten alle in der Arena erneut ausrasten. Darunter allerdings viele Berliner mit Böllern und Pyrotechnik und schlagkräftigen Spielern. Aber das ist ein anderes Kapitel, denn diese Fortuna sollte im Jahr 2012 mit diesem Trainer und dieser Mannschaft wieder Erstligist sein.